So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Starchild, der Kanal für gute Laune, gute Energien, nur für dich, also meistens nur für dich ganz alleine. Was ist um dich herum los? Welche Energien sind da? Was darfst du wahrnehmen? Wir wollen einen guten Tag haben, wir wollen eine gute Zeit haben, wir wollen gute Energien erfahren, wissen, merken und dann natürlich auch wahrnehmen. Was ist denn da so los rund um dich herum? Ja, das machen wir jetzt natürlich auch. Wir schauen mal rein in den Freitag, der 29.12. Also das Jahr, ja, dem geht jetzt eigentlich schon so weit die Puste aus. Weihnachten ist rum, alles ist vorbei. Jetzt kommt der Silvesterabend, der naht schon mit großen Schritten und wir wollen mal schauen, welche, ja, Energien sind denn da. Wir schauen immer mal allgemein rein für den Freitag, dann natürlich auch in der Liebe. Was ist denn da so los? Dann schauen wir, was ist ganz besonders richtig und wichtig für dich. Und eine Botschaft aus der geistigen Welt und eine Karte aus dem schönen Eulen-Glückseligkeits-Orakelkarten-Deck. Das machen wir jetzt. Wir schauen rein, sabbeln gar nicht lange herum. Oh, jetzt muss ich mal schauen, wie sich denn da überhaupt meine Kamera verhält. Ich habe da so ein neues Objektiv drauf gebaut. Wir wollen schauen. Jetzt wird's spannend. Passt auf. Was gibt's da Schönes? Okay, das ist schon mal nix. Das ist unscharf. Gibt es hier keinen Autofokus? Moment mal. Hä? Okay, gut, ich bin verwirrt. Wir fangen aber trotzdem an. Okay, ich muss die Karten erstmal gerade hinlegen, weil da dreht sonst mein kleiner Monk am Rad. So, ihr seht schon, das ist alles gar nicht so einfach, ein Video zu machen. Es spiegelt trotzdem alles, aber das macht nichts. So, wir wollen anfangen. Passt, Schärfe ist da, Schärfe, Schärfe. Jetzt passt's. Okay, wir fangen an. Normalerweise stellt sich ja die Schärfe von selbst ein. Keine Ahnung, was hier los ist. Aber wir wollen mal gucken, was gibt's da so Allgemeines zu sehen. Ja, für den schönen Freitag. Freitag ist ja natürlich auch der Start ins Wochenende. Na? Was gibt's denn da so allgemein rund um dich herum zu sehen? Und da haben wir auch schon ein Schiff. Das ist wunderbar. Wir haben es ja momentan eh so ein bisschen mit der Energie gerade. Wo geht denn die Reise deines Lebens hin? Ja, die Reise in der Liebe, die Reise im Job, die Reise finanziell, die Reise in der Gesundheit, die Reise für den Selbstwert. Natürlich auch Selbstfürsorge ist ja hier am Kanal auch immer so ein Thema. Wo geht's denn lang? Na, das ist das Schiff, das sind die Träume, die Sehnsüchte, die Ziele und das ist auch die Lebensreise. So, wir wollen mal schauen, was sehen wir denn da sonst noch so Schönes. Also hauptsächlich Energie für den Freitag. Jetzt erstmal die erste Karte. Ja, wo fährt dann das Schiff meines Lebens hin? Bin ich da selbst am Steuer oder ja, sind da Menschen in meinem Umfeld, die mir ständig am Lenkrad rumfummeln, ne, und mich von meinem Weg abbringen. Da muss man natürlich auch immer mal drauf achten, weil ja, viel zu schnell kommt man natürlich in ein Thema, was einem nicht so gut tut und man ist da irgendwie auch drin und kommt nicht mehr raus und stellt sich die Frage nicht, ist das überhaupt mein Problem? Na, genau, da haben wir es ja auch schon. So, du darfst mal schauen. Am Freitag. Wo bin ich denn mit meinem Sein, mit meinem Körper, Geist und Seele drin, was mir eigentlich gar nicht gut tut? Das kann jetzt die Liebe sein, das kann ein Wunschpartner sein, das kann dein soziales Umfeld sein, Freunde, Bekannte, Verwandte, die Kollegen, Themen auf der Arbeit, Themen in der Familie, Themen im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Muss ich da überhaupt dabei sein? Muss ich mich damit überhaupt beschäftigen? Oder kann das Schiff der Lebensreise eigentlich davon wegfahren? Ja, braucht es das überhaupt? Antwort ist nein, natürlich nein. Und da darfst du für den Freitag jetzt auch mal ganz schon hinsichtlich des neuen Jahres anfangen zu gucken und zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal das Steuerrad meines Schiffes, meiner Lebensreise in die Hand und ich fahre weg von toxischen, von ungesunden Situationen hin zu den Fischen,
So, ja, Boot, Fische, was für eine schöne Legung. Die Fische, Gefühle, Partner, Partnerschaft, ist aber natürlich auch eine Karte für alles ist im Fluss. Und dass für dich alles im Fluss ist, dazu braucht es natürlich auch eine gewisse Leichtigkeit. Und du kannst keine Leichtigkeit haben, wenn du dir es irgendwo schwer machst. Also ganz, ganz tolles Thema an der Stelle hier, wo ich dir sage, guck mal am Freitag, was nervt mich denn komplett ab? Oder was ist dauernd in meinem Kopf drin, was mit mir vielleicht auch nicht unbedingt persönlich was zu tun hat? Ich bin da nur irgendwie dabei. Oder hängt da Menschen, Themen, Dinge, Energien an mir dran, die ich gar nicht will? Und dann lenke ich mein Schiff selbst in Richtung, alles ist im Fluss. Fische natürlich auch Geldkarte, ist ja auch schön, wenn das Schiff der Lebensreise aufs Geld zufährt. Also vielleicht gibt es ja da noch eine schöne Nachricht in Bezug aufs Geld, in Bezug auf die Finanzen. Oder du schaust auch mal selber, okay, mein Cashflow, der ist aktuell so, da geht mein ganzes Geld hin. Braucht das? Kann ich das anders machen? Das ist auch sowas, was man mal machen kann. Also ich habe ja letztens mal geguckt, ich bin ja hier mein Stromversorger sind die Bayreuther Stadtwerke. Und da habe ich einfach mal bei einem Internetportal Strompreisvergleiche eingegeben. Und habe tatsächlich gesehen, dass fast alle die Hälfte so teuer sind als das, was ich hier habe. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich zahle jetzt nur noch die Hälfte an Stromkosten, wie bei dem, wo ich die ganze Zeit war. Nur weil ich mal geguckt habe, wo geht mein Geld hin? Gibt es das auch günstiger? Also da kann man auch mal reinschauen, ne? Dann ist das quasi der Bayreuther Stromversorger. Das ist mein Strom und das ist mein Geld. Kann man ja so sagen. Ne? Also auf jeden Fall mal schauen am Freitag. Ich muss mal gucken, dass für mich die Dinge im Fluss sind, dass es mir gut geht, dass meine Reise des Lebens dahin geht, wo ich mich wohlfühle und dass ich nicht irgendwie mit Themen beschäftigt bin, die mich nerven. So, und jetzt schauen wir natürlich auch in der Liebe vorbei. Was macht die Liebe? So, und da haben wir einen Kompass. Ja, das ist ja wunderbar, wie nautisch heute. Schiffe, Fische, Kompass. Also auf geht's. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Der Kompass. Ja, da darfst auch du in der Liebe schauen. Bin ich auf dem richtigen Weg? Oder gibt es auch hier einen Richtungswechsel? Hatte gerade ein Telefonreading mit einer ganz, ganz lieben Person. Da haben wir auch gesagt, gut, wir schauen jetzt nochmal. Haben ein bisschen besprochen, was wir im Thema Liebe mit ihrem Herzensmann jetzt noch machen und probieren können. Wir haben einen Plan ausgearbeitet, was wir jetzt als nächstes tun, damit man sieht, ob was vorwärts geht oder nicht. Haben aber dann auch schon gleich besprochen. Wir probieren jetzt noch was. Und wenn es nicht in Richtung, ich bekomme auch was zurück von den Gefühlen geht, dann gibt es da einen Richtungswechsel, weil ich sage immer, auch du darfst dich ja mal zurückziehen. Aber vielleicht bist du hier einfach auf dem richtigen Weg. Kann es vielleicht sein, dass bei mir hier am Startschaltkanal jeden Tag die Lilien auftauchen? Sexsinnlichkeit, Romantik, aber auch natürlich das innere Gleichgewicht. Also vielleicht bist du hier morgen auf dem richtigen Weg Richtung Sex. Kann auch sein, ist ja auch schön, die Lilien, aber natürlich auch das innere Gleichgewicht. Also ist deine Richtung, ist dein Weg in der Liebe, den du gerade beschreitest, etwas, wo du in Richtung inneres Gleichgewicht kommst. Inneres Gleichgewicht, ich liebe meinen Partner, mein Partner liebt mich, wir geben uns beide viel, wir achten aufeinander, ist da alles im Gleichgewicht? Ja, da schaut es mir so aus, als ob die Richtung, klar ist, hier am Freitag in der Liebe, mal schauen, da liegt ein Weg Richtung, ja, Zärtlichkeit und Wachstum und Harmonie. Also das ist eine wunderschöne Legung jetzt in Bezug auf die Liebe. Das heißt, wenn du sagst, ich habe einen Wunschpartner, einen Herzensmenschen, ihm auch mal eine Richtung vorgibst, dich nicht mal melden, mal sagen, so, Weihnachten rum, alle Gänse verspeist,
Wünsche dir jetzt nochmal ein restliches schönes Jahr, die 2, 3 Tage noch. Was machst du Silvester so? Na, dass man da mal ran und reinkommt in das Thema mit ihm, weil da schaut es mir schon so aus, als würde da etwas vorwärts gehen. Na? Okay, aber wir wären ja hier nicht am Startschaltkanal, wenn wir nicht schauen würden, was ist denn ganz besonders richtig und wichtig für dich. Na, und deswegen gucken wir mal auch hier nochmal die Fische. Sehe schon, das ganze Reading ist ein bisschen darauf ausgelegt, was kannst du tun, dass es dir gut geht, dass für dich die Dinge im Fluss sind, aber natürlich auch hier die Fische, Geld, Finanzen, Partner, Partnerschaft, Gefühle, alles ist im Fluss, also ganz wichtig, was ist das? Ganz wichtig, ja, nehmen wir sie halt, ganz, ganz wichtig für dich zu schauen, ist bei mir alles Paletti. Tutti, Paletti, alles gut. Sorge ich vielleicht auch für mich selber, bei mir selber für gute Nachrichten. Weil ich kann schon sehen, am 29. da gibt es gute Nachrichten in Bezug aufs Geld. Das habe ich ja hier oben schon vermutet. Aber es könnte auch sein, dass es gute Nachrichten für dich gibt, dass du selbst dafür sorgst, dass für dich die Dinge im Fluss sind. Das ist ganz, ganz wichtig, immer mal wieder reinzuschauen und zu gucken, hey, geht's mir gut oder ist da irgendjemand um mich herum, der mich einfach nur komplett nervt, na? Oder etwas, was mich nervt. Sorge dafür, dass die Dinge für dich im Fluss sind, dann gibt es da am Donnerstag, am Freitag auch gute Nachrichten. Na, das ist natürlich sehr, sehr schön. Wir wollen ja einen schönen Freitag haben. Und dafür ist es auch wichtig, auf deine Intuition und auf deinen inneren Wegweiser zu hören. Die Eulen ist der innere Wegweiser, das ist die Intuition, das ist das, was dir dein Bauchgefühl sagt. Also für dich ganz persönlich die Energien am Freitag. Hör auf dein Bauchgefühl. Was sagt dir dein Bauchgefühl? Sagt dir das Bauchgefühl, mach's lieber nicht? Oder sagt dir dein Bauchgefühl, ja, das ist gut, das machst du jetzt? Dann gibt's gute Nachrichten und dann kann entweder in der Partnerschaft, in der Liebe oder vielleicht sogar finanziell etwas vorwärts gehen, dass du sagst, ja, da greife ich zu, da lange ich hin. Kaum stehe ich hier und singe, kommen sie von nah und fern. Kennt ihr das noch? Habe ich dir jetzt einen Ohrwurm verpasst? Wir wollen natürlich jetzt auch noch eine Botschaft aus der geistigen Welt haben und schauen mal, was die so dazu sagt. Mit den Blumen, also auch die geistige Welt sagt mit den Blumen Selbstwert, Selbstliebe, Selbstfürsorge, Harmonie, Wachstum, Schönheit. Also das ist eine wundervolle Karte. Das heißt auf Deutsch, weg von allem, was toxisch ist, was ungesund ist, was dich nicht weiterbringt. Denn wenn du solchen Sachen den Rücken zuwendest, dann hast du für den Freitag richtig, richtig gute Energien da. Die Blumen, das ist einfach dein Selbstwert, das ist deine Selbstliebe. Und was sagt die geistige Welt da noch dazu? Ja, die Lilien, da haben wir sie auch schon wieder. Vielleicht bin ich ja der Herr der Lilien, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hier Sexsinnlichkeit, Romantik, inneres Gleichgewicht, Harmonie, Schönheit, Wachstum, Aufmerksamkeit. Also die geistige Welt sagt hier schon auch auf jeden Fall, das ist dein großer Tag. Okay, wir schauen mal weiter, was es noch gibt. Diese Lilien, ne? Okay. Jawohl, und auch nochmal hier der Hinweis aus der geistigen Welt. Klar, auch du darfst dich einmal zurückziehen von Dingen, die anstrengend sind, die nervig sind. Du bist nicht am Leben, du bist nicht auf der Welt, um es dir immer schwer zu machen, immer zu kämpfen, immer zu tun und zu machen und sowas. Da bist du nicht dafür auf der Welt. Du bist auf der Welt, dass du deinen eigenen Erfolg hast, dass du vorwärts kommst, der Schlüssel, die Erfolgskarte, der Weg, das ist dein Lebensweg, den du beschreitest und du alleine entscheidest, in welche Richtung geht denn mein Lebensweg eigentlich? Wo geht's lang? Wo geht's hin? Was darf ich für mich entscheiden, dass es mir gut geht? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft heute, gespickt mit 2 Lilien. Und wir schauen mal, was die Eule aus dem Eulen-Glückseligkeits-Orakel-Kartendeck sagt. Lass es einfach mal gut sein.
Sehr gut. Und das passt dir auch sehr gut zum Freitag, wo ich dir sagen kann, ja klar, lass es einfach mal gut sein, mach einfach mal gar nichts, lehn dich auch mal zurück, nimm dir Zeit für dich und in dieser Zeit, die du dir für dich nimmst, schau mal an, wo in deinem Sein, in deinem Tag, in deinem Leben bist du in Situationen, die dir nicht gut tun, die dir nicht gefallen. Und dann darfst du auch überlegen, wie komme ich davon schnellstmöglichst weg, wie kriege ich das von der Backe, dann kommt alles in den Fluss, dann gibt es da auch Ziele, Träume, Sehnsüchte, Vorankommen, in der Liebe geht hier auf jeden Fall was vorwärts. Für dich ganz persönlich, hör auf dein Bauchgefühl, dann kommen die Dinge in Fluss, dann gibt es gute Nachrichten und die geistige Welt sagt natürlich auch, du darfst dich auch mal von was zurückziehen. Du musst nicht immer funktionieren, du musst nicht immer alles machen, du musst nicht immer alles schaffen, du musst auch nicht immer für alle da sein. Das Einzige, was du solltest, ist für dich da zu sein, dass es dir gut geht. Von daher eine sehr, sehr schöne Legung. Freut mich sehr. Und ja, wenn du morgen wieder am Start bist, freue ich mich natürlich auch. Oder auf dem anderen Kanal Angel Readings, wenn ich dich da sehen darf, würde ich mich auch sehr freuen. Und bis es soweit ist, bleib gesund, seid lieb zueinander. Und genau, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.